Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Expertentalk aus dem Beliebstudio. Mein Name ist Isabella und ich darf heute hier die wundervolle Tamara interviewen. Tamara ist Human Design Expertin, Life Coach und Soul Business Mentorin. Und ihre Vision ist es, Menschen zu empowern, ihre verborgenen Schätze zu entdecken und sie auf ihren Weg zum Erfolg zu begleiten. Und das heutige Thema ist, wie du mit Human Design ein erfolgreiches Coaching-Business aufbaust und dabei ein freies und erfülltes Leben führst. Und es lohnt sich für dich auch bis zum Schluss dran zu bleiben, denn die liebe Tamara hat auch ein Geschenk mitgebracht, was wir dann zum Schluss auch verraten werden. Hallo liebe Tamara, schön, dass du da bist. Hallo Isabella. Hallo. Und total. Ich habe mich schon sehr auf unser Interview gefreut, ja. Gerade auch am Human Design im Moment ein Riesenthema und wunderschön, was du draus auch gemacht hast, ja, mit deiner Soul Spirit Akademie. Und darf ich dich gleich mal fragen, wie bist denn du auf deinen Weg gekommen, ja? Warum hast du dich entschieden, Human Design Expertin zu werden, Life Coach zu werden und jetzt auch dein Wissen weiterzugeben? Ja, ich muss sagen, das hat schon vor vielen Jahren angefangen. Ich habe eigentlich immer in meinem Leben schon Leute begleitet, ob das jetzt Schüler waren oder die Eltern oder sonstige Leute. Es freut mich total, um Leute zu empowern und weiterzubringen in ihr Leben. Und ja, dann ist vor einigen Jahren Human Design in mein Leben gekommen. Und das war für mich schon direkt ein Tool, die ich gesagt habe, ah, das ist so total toll, das soll eigentlich jeder kennen. Und seitdem lebe ich mein Human Design und möchte ich das weitergeben an andere Leute. Kann man auch sagen, das ist so deine Lebensmission geworden, das zu machen? Ich werde sagen, meine Lebensmission ist wirklich, Leute zu empowern und Human Design ist ein Teil davon, weil der erste Schritt ist natürlich, dich selbst kennenlernen, deine Stärke kennenlernen, aber auch, wie man mit seinem Umfeld am besten umgeht und Human Design ist da wirklich ein sehr schöner erster Schritt. Ja. Was ist jetzt eigentlich Human Design? Fangen wir mal ganz bei der Basic an. In wenigen Sätzen, wie würdest du Human Design jemandem erklären? Ja, Human Design ist ein sehr komplexes Tool, aber auch ein sehr einfaches. Das Einfache daran ist, dass man mit nur die Geburtsdaten und so ein Chart erstellen kann. Und in dieser Chart kann man direkt auf einen Blick sehr vieles erzählen über eine Person. Und wenn man da die ganze kurzer Anfang ist dann einfach, wie deine Energie ist, wie dein Energieaufbau ist, wie dass du mit deiner Energie eigentlich am besten in Fluss gehen kann. Und da gibt es nachher so viel mehr zu erkunden, aber der erste Anfang ist ein sehr einfacher und auch schnell zu erlernen Prozess. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, es ist natürlich komplex. Ich kenne auch die Human Design Charts und ich weiß, da stellt man sich immer die Frage, oh, kann ich das auch lernen? Kann das jetzt quasi jeder lernen? Ja, sicherlich. Jeder kann das lernen. Und jeder soll das auch in seiner eigenen Art und Weise lernen. Da braucht man auch nicht Stress zu machen, dass man direkt alle Details braucht, weil das ist gar nicht notwendig. Man fängt mit der Basics an und für jeder kann das in sein Tempo machen. Und sicherlich für jeder machbar und ich glaube, es ist auch für jeder erreichend, um das zu machen. Jetzt hast du kurz schon ein bisschen gesprochen, Energietypen, man weiß auch Potenziale, Talente. Magst du kurz mal erzählen, was kann man jetzt alles aus so einer Chart von Human Design herauslesen? Naja, als erster Anfang ist wirklich dein Energietyp. Dann kann man sehen, welche Zentren bei dir bunt sind, wie man das so schön nennt in der Chart. Das bedeutet eigentlich ganz einfach, was bei dir immer vorhanden ist, welche Stärke bei dir immer vorhanden sind.
Man kann viel weitergehen, man kann genau sehen, wie dein Energiefluss ist im Chart. Man kann allerhand Details lesen, die du wahrscheinlich von dich selbst erkennst, aber auch was dann in dein Design liegt. Der Designseite ist oft, wie dass du geboren bist, wie andere Leute dir oft sehen, aber nicht immer, dass du das von dich selbst direkt erkennst. Man kann auch deine Berufung drauf lesen, deinen Lebensweg und noch sehr viele andere Details. Ja, man könnte da Stunde und Stunde übersprechen und immer noch nicht fertig werden. Ja, es sind auch Riesenthemen, du hast ja auch angesprochen, Berufung, Lebensaufgabe. Und es sind ja alles Themen, womit man sich jetzt gerade beschäftigt. Und du da draußen vielleicht auch, vielleicht fragst du dich, was ist meine Berufung, was ist meine Lebensaufgabe? Das heißt, mit Human Design kann ich das wirklich auch herausfinden und zeigt mir das aber auch dann am Weg auf, weil wenn ich es jetzt nur weiß, hilft mir das wahrscheinlich noch nicht weiter, aber zeigt mir das dann auch Wege auf, wie ich das leben kann, ja, wie ich das dann auch umsetzen kann. Ja, genau. Bei mir geht es wirklich darum, dass man nicht nur die Chart lesen kann, aber dass man es auch in dein eigenes Leben integrieren kann und damit ja, ein besseres Leben erschaffen kannst und ja, auch näher kommt an dein Traumleben. Und deswegen habe ich das kombiniert mit meinen Life-Coach-Tools, die ich auch habe. Und ja, so kann man das ganz super kombinieren. Man kann das auch mit allerhand andere Sachen kombinieren. Und deswegen ist Human Design wirklich vielfältig. Magst du uns ein bisschen einen Einblick auch bekommen, weil du schon gesagt hast, du kombinierst das auch mit dem Live-Coaching. Magst du da mal ein paar Beispiele nennen und uns vielleicht auch einen kleinen Einblick geben in deine Ausbildung? Ja, bei mir der Ausbildung geht es wirklich darum, um dein Chart lesen zu lernen, aber auch bei dir selbst anzukommen. Mehr über dich zu erfahren, mehr zu erfahren, wo stehst du gerade im Leben, wo möchtest du hin? Wie kann Human Design da behilfreich sein? Aber auch, wie kann man umgehen mit deinem Stress? Ist dein Stress etwas, was in dir liegt? Ist das mehr, was von außen reinkommt? So sind auch viele andere Sachen, zum Beispiel Emotionen. Ist das etwas, was bei dir in deinem Chart zu sehen ist? Oder ist das das Effekt von deinem Umfeld? So ist dieser Austausch immer sehr wichtig und es macht auch total aus, wenn du dein Design kennst, wie man mit bestimmten Sachen umgeht. Und da ist ganz viel zu lernen, da ist auch ganz vieles zu gewinnen in dein Leben, aber auch in das Leben von deinen Liebsten. Weil natürlich geht es auch darum, dass deine Partnerschaft oder dein Familienleben auch einfach und leichter gehen kann. Ich wollte gerade sagen, das hört ja bei mir nicht auf, sondern das kann man ja wahrscheinlich für Kinder und für jeden im Prinzip auch anwenden, sage ich mal so. Das heißt, kann man das als Erkenntnistool auch bezeichnen? Das ist ein Selbsterkenntnistool, ja. Und magst du ein bisschen noch eingehen auch mit dem Live-Coaching? Das heißt, Human Design zeigt mir jetzt die Themen auf und du zeigst dann auch in der Ausbildung über das Live-Coaching, wie man das löst. Kann ich das so richtig verstehen? Ja, ganz genau. Für den Live-Coaching-Teil geht es darum, wie kannst du alte Muster loslassen, wie kannst du erstmal da bewusst werden, wo bist du konditioniert, was sind Sachen, die dir vielleicht nicht in dein Leben gefallen, was möchtest du hinter dich lassen und wie kannst du neue, für dir wünschliche Gewohnheiten wieder zu dir bringen und dein Traumleben gestalten und da wirklich weiterkommen. Und Empowerment ist da natürlich auch ganz wichtig, dass du das nicht alleine machen musst, aber dass du da das zusammen mit mir, mit deiner Gruppe, durch das ganze Prozess geht, weil zusammen geht es einfacher. Ja. Das ist viel Selbstermächtigung, viel Empowerment und ich glaube, was du jetzt ansprichst, ist auch so der Gedanke der neuen Zeit, nicht mehr das alleine für sich zu machen, sondern wirklich sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, ja, sich einfach auch in das Feld hinein zu begeben mit Frauen, die jetzt gemeinsam nach vorgehen, auch die Leaderinnen der neuen Zeit. Und ich glaube, da bin ich jetzt auch schon bei einem Thema, wo sich viele dann beschäftigen, wenn sie die Ausbildung machen, wahrscheinlich mit einem gewissen Ziel, ja. Und was kann ich nach der Ausbildung alles damit machen? Oder was machen deine Teilnehmerinnen nach der Ausbildung?
Ja, das ist total unterschiedlich. Wir haben Leute, die sagen, okay, ich möchte es einfach für mich selbst verwenden und für meine Familie und das reicht mir. Und das ist natürlich super. Aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich habe eigentlich schon Lust, um da auch beruflich was damit zu machen. Und auch da gibt es dann viele Möglichkeiten. Man kann natürlich einfach in Nebenverdienste ein paar Readings geben. Man kann einen Schritt weitergehen, wo man sagt, okay, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr machen, dann nur Readings geben. Ich möchte das eigentlich auch kombinieren und so eine Art Human Design mit Mentoring machen. Das könnte ein schöner nächster Schritt sein. Und natürlich, man kann alles in Nebenverdienste machen, man kann das natürlich auch nachher als Hauptberuf machen. Weil Human Design ist wirklich etwas, was heutzutage immer mehr wachsend ist und mehr Nachfrage ist. So, wenn du Lust darauf hast, sicher, es ist eine schöne Berufsmöglichkeit, ja, um da wirklich mehr bei dir selbst anzukommen und das zu machen, was du liebst und ne, wofür das du lebst. Ja. Ich habe es dir vorher schon verraten. Ich meine, du bist ja Soul Business Mentorin, hast dich darauf ja auch spezialisiert. Das heißt, zu dir finden natürlich jetzt auch gerade viele Frauen den Weg, die entweder schon auch ein Coaching-Business haben oder gerne eines machen möchten. Das heißt, du kannst auch darin unterstützen in den ersten Schritten oder wie wird das genau aussehen, wenn ich die Ausbildung mit dir gemacht habe und jetzt möchte ich mein Business starten oder ich bin schon Coach und möchte es erweitern. Was würdest du da empfehlen oder wie arbeitest du dann danach weiter? Ja, na, ich glaube, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Leute oder bei mir die Ausbildung machen oder sonst irgendwo eine Ausbildung machen und eigentlich während der Ausbildung total happy sind und total überzeugt sind, ich werde was machen, ich möchte das beruflich auch weitermachen. Aber nach der Ausbildung, ja, wie dann weiter? Und da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt, dass wir für diese Leute da einen Prozess, ein Mentoring machen, wo die Leute aufgehoben sind und nicht selbst alles irgendwie erforschen müssen, aber dass sie da an der Hand genommen werden und einfach der Weg mit jemand gehen können, in diesem Fall mit mir natürlich. Was machen wir dann? Der erste Sache ist natürlich eine richtige Positionierung, weil das ist das A und O, eigentlich in der Online-Business weiterzukommen. Aber Online-Business ist natürlich auch ganz viele Technisches, was dahinter steckt. Und ich weiß nicht, wie es unsere Kunde geht, aber die meisten sagen Technik, ich weiß nicht. So ist es mir vor das Maß auch gegangen. Der Technische sagt, ja, meins, ich habe keine Ahnung. Und wenn man dann die richtigen Leute um dich hat, ein richtiges Team, dann ist das alles ganz schnell umgesetzt und bist du eigentlich in kürzester Zeit schon, hast du den Start gemacht und kannst du loslegen mit das, was deine Stärke ist. Und das ist dein Mentoring, deine Reading-Programme oder sonstiges. Ja. Also ich kann nur sagen, also es macht auf alle Fälle Sinn, so wie du das auch erzählst, dass man sich wirklich einen erfahrenen Mentor an die Seite holt. Weil wie du sagst, man ist voll motiviert, man geht aus der Ausbildung raus und yeah, und ich setze das jetzt um. Und dann kommt es ja meistens zu den ersten Problemen, ja, technisch irgendwo. Und viele geben dann einfach auf oder schaffen es nicht wirklich. Und das ist ja so schade. Und es ist wunderschön, dass du dich jetzt gerade auch auf das spezialisiert hast. Du hast ja richtig viel Expertise auch in dem Bereich. Magst du ein bisschen was auch erzählen, ein paar Beispiele, ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern? Ja. Ja, was einfach für Frauen du schon in den Erfolg geführt hast. Ja, sicher. Vor kurzem hatte ich noch der Fall, eine total nette Frau, total tolles Programm, könnte allerhand. Aber sie war eigentlich auch schon seit ein paar Jahre unterwegs, um etwas aufzubauen. Und ja, der eine Hürde nach der anderen Hürde. Und sie stand eigentlich immer noch beim Anfang. Sie ist dann bei mir in der Ausbildung gekommen und deswegen haben wir uns kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, das kann auch anders gehen. Wir haben gesprochen und jetzt hat sie gestartet. Sie ist jetzt einen Monat weiter in ihr Programm, so das ist wirklich nur ja, sehr kurz und sie hat schon die erste Kunde bekommen. Sie hat da jetzt ihre
Calls jede Woche. Sie freut sich total. Die Leute sind total happy mit, was sie anzubieten hat. Und ja, sie wird da jetzt voll durchstarten. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt ein bisschen länger her, auch da wieder eine Frau, sie hat schon ein richtiges Coaching-Business, eigentlich immer die Kunde live bei ihr zu Hause gehabt, aber hat gesagt, ja, ich möchte doch ein bisschen mehr Flexibilität, ich möchte doch meine Zeit ein bisschen anders einplanen. Und dann haben wir gesagt, okay, das kann auch anders. Wir haben da ein sehr schönes Ausbildung zusammengesetzt, wo sie jetzt eine Gruppe von Frauen begleitet. Und ja, sie ist total happy. Sie hat jetzt arbeitet von überall aus. Letztens war sie da noch mal unterwegs auf die Kanarische Inseln, hat von da aus einfach ihre Arbeit gemacht und ist total, total happy. Möchte auch jetzt nicht mehr anders dann online arbeiten. Ja. Ich glaube, so das viele. Da sprichst du jetzt einen riesen Bereich an, denn Human Design ist ein Bereich, wie du sagst, das kann ich gut online ausüben. Ich brauche keine Praxis mehr, ja, wo ich Human Design mache. Also wenn ich jetzt natürlich ein Massagetherapeut bin oder so, dann bin ich natürlich immer in der Praxis. Und ich glaube, viele oder die auch zu dir kommen, haben eine Praxis und wollen den Weg in die Freiheit finden. Das heißt, ist Human Design auch dieses Tor in diese Freiheit als Coach, ortsunabhängig zu arbeiten? Ja, sicher. Es ist jedenfalls eine von den Möglichkeiten. Ich denke, es gibt ganz viele Bereiche, wo man auch online vieles machen kann. Natürlich ist es einfach ein neues Mindset, die man dazu braucht. Ja. Und auch da ist natürlich es einfach, um das umzusetzen mit einem Mentor, die da Erfahrung hat. Und da gibt es für ganz viele Leute, die jetzt offline arbeiten, auch Online-Möglichkeiten. Mhm. Aber Human Design ist ein super Tool, um das zu kombinieren, ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Und wenn man jetzt für sich entschieden hat, ja, man möchte eine Human Design Ausbildung machen und jetzt geht man natürlich ins Internet, jetzt gibt es ja so viele Ausbildungen. Woher weiß ich, was ist jetzt wirklich gut und was ist für mich das Richtige? Ja, wie würdest du da vorgehen oder welche Kriterien sind einfach wichtig? Ja, ich glaube, das ist heutzutage einfach ein Riesenthema. Für allerhand geht man aufs Internet, man sucht und man hat direkt so viele Optionen. Mhm. Ja, wie geht man da vor? Das ist natürlich für jeden auch ein bisschen persönlich. Ich kann nur empfehlen, sprech mit den Leuten, komm in die Workshops, schau dir das an. Was bei mir einfach sehr wichtig ist und was für mich jedenfalls einfach meine Merkmale sind, es muss praktisch umsetzbar sein. Man soll auch im Nachhinein, wenn man die Ausbildung fertig hat, dein Basis-Reading geben können und sich da auch sicher spüren, um das zu machen. Und einfach, dass man das Ganze auch für dich selbst integrieren kannst in dein Leben. Dass du da positiv die Sache umsetzt und da weiterkommst. So, das sind so für mich, was wichtig ist für mich. Und ja. Das ist, aber es ist eine große Suche, es ist ein ganz großer Pool von Angeboten. Ja. Ich glaube, wie du sagst, wichtig ist einfach auch das Ziel, was man hat, ja, ob man das eben nur für sich so ein bisschen anwenden möchte oder ob man wirklich sagt, okay, ich möchte mein Soul-Business aufbauen, ich möchte in die Sichtbarkeit gehen, dann braucht es natürlich ganz einen anderen Mentor auch an der Seite. Und das ist halt, glaube ich, auch etwas, was dich halt sehr unterscheidet von vielen anderen, dass du halt diese Erfahrung hast, diese Expertise mitbringst und da auch die nächsten Schritte begleiten kannst, ja, dass es nicht aus ist nach der Basic und ich muss wieder woanders hingehen, sondern bei dir kann man alles aus einer Hand haben. Ja, kann man das so beschreiben? Ja, sicher. Man kann bei mir wirklich von Anfang an, noch nicht kennend, mit Human Design anfangen und einfach weiter wachsen, bis dass du wirklich ein super Online-Business hast, sechsstellig bist oder sogar noch mehr, wenn man da das Ziel hast. Ja, bei mir kann man alles machen. Und ich werde auch einen Unterschied machen für die Leute, die wirklich sagen, ich möchte es nur für mich oder mein direktes Umfeld benutzen. Oder für die Leute, die da wirklich als Business das weiter aufbauen möchten. Da wird einfach ein Zusatzmodul kommen für die Leute, die das dann auch beruflich verwenden werden. Weil das natürlich doch eine andere Herangehensweise ist, dann wenn man das
nur für dich selbst anwenden möchtest. Genau. Ja. Also ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Also ist ja jeder herzlich willkommen. Und die, was eben weitergehen möchten, Businessaufbau-Coaches, hast du halt speziell nochmal etwas entwickelt. Und wenn du da draußen jetzt vielleicht Coach bist, ja, oder auch nur für dich die Ausbildung machen möchtest und gern mit der Tamara mal sprechen möchtest, ein Reading haben möchtest, kleine Einblicke, blenden wir dir gerne im Nachhinein unten die Informationen noch ein, wie du dich mit Tamara und ihrem Team in Verbindung setzen kannst. Und liebe Tamara, ich frage dich jetzt einfach noch was zum Schluss. Könntest du dein Leben ohne Human Design noch vorstellen? Nee, gar nicht mehr. Nee, Human Design ist einfach ein Teil von meinem Leben geworden und ich bin einfach total happy damit und es empowert mich selbst, meinen Sohn auch, dass man ihn da auch authentischer begleiten kann, aber auch beruflich. Ich könnte mir das nicht mehr ohne vorstellen. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade im Business eigentlich nicht mehr wegzudenken, oder? Ja. Ja, sollte eigentlich jeder beherrschen. Also ganz egal, welches Business, bin ich der Meinung, das ist so bereichernd, dieses Wissen einfach zu haben, diese Tools zu haben. Und wie du sagst, es ist ja für jeden erlernbar und ganz, ganz einfach umsetzbar. Und ich habe es vorher schon angekündigt, du hast ein kleines Geschenk noch mitgebracht. Magst du uns das verraten? Ja, sicher. So, für jeder, die gern mit mir sprechen möchte, habe ich da ein kleines Geschenk für euch. Das ist eine Klarheitsanalyse, wo wir mal ganz persönlich auf deine Ziele eingehen, wo das du gerade stehst, wo das du hingehen möchtest und ob wir da einen gemeinsamen Weg finden, was für Tools, das ich da habe, um dir da zu unterstützen. Und natürlich werden wir das kombinieren mit einem Mini-Human Design Reading, weil es ist natürlich total toll, wenn du ein kleines Einblick bekommst in dein Chart, wie das dein Human Design aussieht. So, das ist mein persönliches Geschenk an euch. Und wenn du dir das jetzt sichern möchtest, dieses Klarheitsreading bei der Mara, hast du die Möglichkeit, unten einfach dich anzumelden. Ja, da wird ein Link sein. Da kommst du dann auch auf eine Seite mit einem Kontaktformular. Und die Tamara wird sich dann auf alle Fälle bei dir melden. Und liebe Tamara, wenn ich dich jetzt noch frage, so zum Abschluss, hast du so eine Botschaft noch, die du gerne mitgeben möchtest, das dir einfach am Herzen liegt? Ja, sicher. Für mich, was ganz wichtig ist, wenn du jetzt auf der Punkt stehst, wir sind jetzt am Ende vom Jahr, aber ich glaube, das ist für jeden Moment im Jahr. Wenn du auf dem Moment stehst, wo du sagst, ich möchte eine Veränderung, ich möchte was ändern in meinem Leben, dann mach einfach heute deinen ersten Schritt. Jeder Tag, den du wartest, wird nichts anders werden. So, nimm einfach den Schritt, melde dich an, komm im Gespräch und lass uns zusammen schauen, wo das dein Weg jetzt hingehen kann. Und der erste Schritt ist ein Schritt näher zu deinem Traumziel. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Und es sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Und liebe Tamara, ich danke dir an der Stelle für das tolle Interview, dass du uns auch tolle Einblicke gegeben hast, ja, in dein Leben. Und ich wünsche dir und auch dir da draußen noch einen wunderschönen Tag. Danke. Ciao.